Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Ich möchte euch nämlich die Goro-V oder die Shattered Hog Rider Attack zeigen. Eine Taktik, die es vielleicht schon etwas länger gibt, aber die relativ wenigen Leuten bekannt ist. Sehr wichtig aber, um als Rathaus 9er gegen einen Rathaus 9er zum Beispiel 3 Sterne zu bekommen. Oder als Rathaus 10er beim Rathaus 9er 3 Sterne einzusagen. Also, worum geht es bei dieser Taktik? Wie der Name schon sagt, haben wir hier Golems mit dabei. Wir haben Schweine mit dabei, das sind die Ho, die Hog Riders. Und wir haben die Magier mit dabei, wie für Wizards. Shattered Hog Rider heißt, wie bei der Shattered Attack läuft es ja meistens so ab, dass man als erstes die Golems setzt, dass man seine Helden mit dazu setzt, mit einem Sprungzauber bis zur Mitte reingeht, möglichst die Queen killt, die Clanburg-Truppen killt und dann mit anderen Truppen nachzieht. In diesem Fall sind die nachziehenden Truppen die Schweine. Ich habe hier mal so eine kleine Armee da zusammengestellt, damit ihr das mal sehen könnt. Bei mir, ich bin Rathaus 10er und habe dementsprechend 240 Truppenplatz, wie ihr hier sehen könnt. Da habe ich 24 Schweine mitgenommen, habe einen Golem selbst, einen Golem in der Clanburg, 5 Mauerbrecher, damit ich jeweils für den jeweiligen Golem die Mauer freisprengen kann, 18 Magier und 8 Bogenschützen. Die 8 Bogenschützen braucht man nicht unbedingt, habe ich hier zum Rausloggen. Aber das Ganze ist natürlich bei Rathaus 10. Bei Rathaus 9 so zeige ich euch gleich noch eine wichtige Sache. Da hat man 220 Truppenplatz. Da kann man ebenfalls 2 Golems mitnehmen. 20 Schweine reichen in dem Fall dann aus. 11 Magier und 8 Mauerbrecher. Natürlich immer nach der Base kann man das auch anpassen. Aber 2 Golems reichen immer aus. Gut, also wo kommt es bei der Taktik drauf an? Ich zeige euch das, indem ich euch hier einen Clan War Angriff zeige aus einem vergangenen Clan War. Diesen Clankrieg haben wir leider verloren und die Gegner hatten das sehr gut drauf, diese Angriffe zu machen. Wir können ebenfalls einige Angriffe davon machen, aber ich möchte euch jetzt mal einen zeigen, wo das besonders gut geklappt hat. Und das ist hier der Angriff von der Nummer 5 auf Gaucho. Die Nummer 5 war in dem Fall ein Rathaus 9er. Der hat 4 Zaubersprüche. Er hat einen Sprungzauber, 2 Heilzauber, einen Wutzauber. Ganz wichtige Sache, wenn ihr Rathaus 10 seid, dann nehmt ihr einfach 3 Heilzauber, ein Wut und ein Sprungzauber, weil die Heilzauber braucht man für die Schweine. Also, diese Taktik ist generell stark bei allen Bases, wo sehr wahrscheinlich keine Doppelbomben sind oder wo ihr die Doppelbomben entschärfen könnt, weil Einzelbomben können Level 5er Schweine nicht töten. Da ist auch schon die zweite Voraussetzung, man braucht Level 5er Schweine, wie man hier unten sieht, hat derjenige 4er Golems und 5er Schweinereiter. Das ist aber auch eine Maxed Out Rathaus 9 Base. Also bei schwächeren Bases reichen dementsprechend auch schwächere Golems. Was ihr aber definitiv braucht, sind die Level 5er Schweinereiter. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass eine Riesenbombe auf Level 3 die Schweinereiter fast killt. Und wenn da noch ein Magierturm oder ein Mörser gleichzeitig drauf liegt, dann sind die Schweine tot ohne Heilzauber. Und bei Level 4, da sind sie, glaube ich, schon tot. Also bei Level 3, glaube ich, ganz knapp nicht. Aber da ist das Gefahrenpotenzial, dass alle Schweine in Rauch aufgelöst werden, so hoch. Und wenn 2 Bomben nahe sind oder kleine Bomben mit bei sind, dann sind die Schweine futsch. Also nur Level 5er Schweine. Gut, wie findet der Angriff statt? Ich schaue mir die Base an. Er hat hier seine Clanburg, der hat da die Queen. Und sein Ziel ist es, von einer Seite anzugreifen und von der anderen Seite mit Schweinen zu kommen. In dem Fall bietet sich an, hier könnten Teslas stehen, hier könnten Riesenbomben sein. Er möchte die Riesenbomben nicht in die Schweine kriegen. Hier unten sieht man es überall. Nur hier sind 2 Plätze für Riesenbomben, ansonsten keine. Also wird er sehr wahrscheinlich oben angreifen. Dementsprechend hat er das dann auch gemacht. Das ist ja eine Wiederholung. Schauen wir uns das mal an. Er hat hier seine 2 Golems. Ach, zur kleinen Info, dieser Spieler hat hier in der Clanburg Magier drin. Das könnt ihr natürlich ganz machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Magier selbst produzieren und noch einen zweiten Golem in die Clanburg nehmen. So mache ich das bevorzugt, damit ich selbst bestimmen kann, wo ich die Magier einzeln setze. Ihr könnt natürlich auch die Magier reinnehmen oder Schweine euch in die Clanburg packen lassen. Ganz wie ihr wollt. Je nachdem, was ihr braucht. So, jetzt setzt er seine Golems hier oben. Das ist der erste Schritt. Die 2 Golems setzen. Also selbe Reihenfolge wie beim GoWP-Angriff. Wenn man die Golems gesetzt hat, die Magier dahinter, genauso die Reihenfolge, in dem Fall jeweils 3, danach die Mauerbrecher, um die Mauer nach innen freizusprengen. Der hat hier 8 Mauerbrecher mitgenommen, setzt jetzt seine Clanburg dahinter, hinter die Golems, King und Queen mit dazu. Ziel ist es, dass King und Queen reinrennen. Der hat hier einen Sprungzauber, den wird er wohl definitiv gleich setzen. Sprengt hier als erstes noch mit den paar Mauerbrechern da den Weg weiterhin zur Mitte frei. Bekommt sogar den Weg, näher bekommt den Weg nicht ganz. Da kommen die Clanburg-Truppen jetzt raus. Sieht man sehr schön, der King ist schon fast down durch die
Truppen, den hat er bis jetzt noch nicht gefaced, hat er wahrscheinlich auch vergessen, hat er ganz genau nicht geschafft. Ja, den hat er nicht geschafft, ist aber gar nicht weiter schlimm gewesen. Er hat hier eine 25er Queen hinter. Bei schwächeren Dörfern reicht auch eine schwächere Queen. Ja, in der Klammburg ist ein Drache drin, keine kleinen Truppen, weil man hat ja den Giftzauber momentan, deswegen hat keiner mehr schwache Truppen in der Klammburg. Er setzt jetzt hier Magier mit dahinter, hat den Wutzauber mitgesetzt und jetzt wird der Sprungzauber gleich noch kommen, damit er da in die Mitte kommt. Hat sich aber das jetzt dazu entschieden, wie man hier sieht, sind bereits alle 20 Schweine gesetzt, von rechts die Schweinereiterattacke zu starten. Also, kurz zusammengefasst: Golem-Attacke von oben, Golems, Magier, Mauerbrecher, Helden, restliche Magier, Wutzauber, Sprungzauber möglicherweise. In dem Fall kann man auch erst die Schweinereiter starten. Die Schweinereiter-Attacke starten, also die Schweinereiter setzen, wenn die Helden möglichst noch am Leben sind, vor allem die Queen. Denn ihr greift ja mit den Schweinen die Death an. Und die Death zieht auch das Feuer auf die Schweine und die Queen bleibt so am Leben. Die Queen ist wichtig, damit ihr auch ein Cleanup habt. Also nach der Möglichkeit die Schweinereiter-Attacke nicht zu spät setzen, sondern frühzeitig. Jetzt hat er hier den Sprungzauber da gesetzt. Komischerweise sieht das fast so aus, als ob der für die Schweine gesetzt ist, hat er aber für die Golems gemacht, damit man es genau sieht. Hier. Sehr schön, dieser Golem hier, der ist gerade über den Sprungzauber reingehopst, hat das Feuer von den Teslas auf sich gezogen, von den beiden X-Bögen. Die Queen kann gemütlich dahinter das Rathaus angreifen. Und hier unten sind die Schweine bereits gut am Abmetzeln. Jetzt haben die relativ viel Leben verloren, aber da setzt er seinen ersten von seinen beiden Heilzaubern, quasi im perfekten Stadium. Hat alle wieder hochgeheilt, weiß, dass da keine Riesenbomben sind, hat also nichts zu befürchten. Hat Glück gehabt. Und ja, wären hier uns zwei Riesenbomben gewesen, wäre das etwas schwieriger ausgesehen. Setzt den zweiten Heilzauber dann da oben. Die Queen ist so hat so gerade überlebt. Stirbt jetzt hier oben durch die Riesenbombe. Aber weil er noch genug Schweinereiter da unten hat, die das Ganze überleben, machen die Schweinereiter hier als allererstes die Verteidigungsanlagen platt. Und in den meisten Fällen ist es einfach so, sind alle Schweinereiter platt. Ja, Quatsch, sind alle Verteidigungsanlagen platt, ist das Dorf meistens zu 3 Sternen besiegt. Und so einfach kann das gehen. Jetzt cleant das hier Ganze noch ab, das kann ich natürlich auch vorspulen. Hat hier noch zwei Magier in der Hinterhand behalten, die er am Ende gesetzt hat, um mitzuhelfen beim Cleanen. Ja, also wie ihr hier gesehen habt, sehr schönes Rathaus Neundorf, maxed out, vom Rathaus Neuner angegriffen, mit 20 Schweinen, zwei Golems, Level 4 natürlich, hier alles starke Truppen, aber verhältnismäßig zum Dorf halt gleich stark. Passt. Und ja, so sieht ein Gohovi-Angriff aus. Ich habe das Ganze auch nochmal selbst vorbereitet für Rathaus 10. Je nachdem, ob ihr Rathaus 9 oder Rathaus 10 seid, interessiert euch das. Denn es geht einfach darum, 3 Sterne einzusagen. Und diese 3 Sterne, die braucht man, um im Clanwar zu gewinnen. Und das gilt vor allem, das geht ja auch an meine Mitglieder im Clan, die dieses Video ebenfalls schauen. Diese Attacke sollten sich alle zu Gemüte führen und es sollten auch alle da in die Richtung gehen, die mit GoVP angreifen, die Schweine maxen, auf Level 5 bringen und mit dieser Taktik die Dörfer plätten. Denn wenn man 4er Golems hat und die Helden nicht gerade so schwach sind, klappt das bei sehr vielen Dörfern, auch wenn da Riesenbomben drin sind. So, und damit ihr das Ganze dann auch nochmal live seht, werde ich jetzt einen Gegner suchen. Ich starte mal direkt. Ihr seht noch, was ich hier in der Klammburg habe, habe ich euch am Anfang schon gezeigt. 24 Schweine, 18 Magier, den Golem hier. Den Golem noch in der Burg. Damit ihr kurz seht, was ich noch parat habe. Ich habe da 3 Heilzauber jetzt anstelle von 2, weil ich Rathaus 10er bin. Und werde dann jetzt dementsprechend probieren, ein möglichst Rathaus 10er, je nachdem. Bei Infernus ist das Ganze schwierig, aber wahrscheinlich einen starken Rathaus 9er damit plätten. Schauen wir mal, wie das live funktioniert. Damit ihr nicht warten müsst, werde ich diese Wartezeit mit dem Suchen, bis ich einen Gegner gefunden habe, jetzt überspringen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Hallöchen zusammen, da bin ich wieder. Also, wie ihr seht, habe ich eine Rathaus 9 Base gefunden. Die hat zwar nicht so tolle Rohstoffe. Ich habe in der Zwischenzeit richtig schöne Bases gefunden, habe die aber übersprungen, weil ich eine finden wollte, die einigermaßen passt. Wir haben jetzt leider, wir haben hier unten die Queen relativ weit draußen. Wir haben da aber Klamburg-Truppen. Wir haben da oben das Rathaus, das steht da nicht in der Mitte. Aber unser Ziel ist es hier, eine relativ starke Base als Rathaus 10er zu plätten. Wir müssen auch jetzt starten, damit der Angriff noch genug Zeit hat. Wir haben da die Klamburg hier unten die Queen, deswegen greifen wir von unten an. Ich setze einen Golem links, einen Golem rechts. Jeweils die Magier dahinter, jeweils 4 Stück. Danach die Mauerbrecher. Zwei da und noch den dritten dahinterher. King und Queen hinterher. Da kommen auch schon die Klamburg-Truppen raus. Ich setze hier den Wutzauber und den Jump-Zauber, dass die Truppen in die Mitte kommen. Setze die restlichen Magier dahinter. Aktiviere die Special-Fähigkeit meines Königs. Und werde jetzt von hier, von der linken Seite, mit allen Schweinereitern angreifen.
Mein Ziel ist es, die Defi auszuschalten, deswegen setze ich auch hier schon den ersten Heilzauber hin. Der Golem hier in der Mitte tankt jetzt das Feuer, sieht man sehr schön. Und ich habe noch zwei Schreine vergessen, die setze ich jetzt hier oben noch mit dazu. Setze hier oben schon mal einen Magier hinter, der mit cleant. Setze da oben auch schon mal einen Magier hinter, der mit cleant. Und werde jetzt hier gleich den nächsten Heilzauber einsetzen, damit die Truppen auf jeden Fall maximales Leben behalten. Man sieht hier sehr schön, wie der Magierturm da oben ganz gut was weggeschreddert hat. Aber die Schweinereiter, die kämpfen sich hier so durch. Also 24 Schweinereiter sind auf jeden Fall schon hilfreich gewesen. Ich werde jetzt auch hier den letzten Heilzauber einsetzen müssen. Da sind gute Springtraps gewesen. Ich werde jetzt hier die Special-Fähigkeit von meiner Queen mit aktivieren müssen. Ja, und das Ziel ist natürlich immer noch 3 Sterne zu erreichen. Wie man hier sieht, haben sich die Schweinereiter gut durch die Death durchgekämpft. Ich habe jetzt noch 8 Bogenschützen. Die hätte man auch noch anders verwursten können. Hätte man 2 Magier für produzieren können oder noch ein Schwein. Und ja, also als Rathaus 9er kann man hier so eine Base sehr schön 3-starren, wie ihr seht. Der eine Golem ist noch am Leben, es sind noch ein paar Magier mit am Leben und trotz der ganz vielen Sprungfallen, wie ihr gesehen habt, es sind ja zig Schweinereiter durch die Sprungfallen gestorben, ist das hier eine ziemlich sichere Angelegenheit und man kann die ganzen Rohstoffe richtig gut einheimsen. Also ist eine tolle Taktik auch für euch, wenn ihr probiert, Richtung Champions Liga zu gehen. Aber für einen Klarkrieg natürlich gerade wichtig. Also seht ihr hier 30 Pokale, die Base besiegt. Was will man mehr? Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Habe ich euch jetzt mal live gezeigt. Naja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt die Taktik ansatzweise verstanden. Wenn ihr was nicht verstanden habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich antworte euch immer gerne. An die Leute, die in meinem Clan sind, schreibt natürlich gerne im Chat. Ich probiere euch das genau nochmal zu erklären. Wir können das auch im TS weiter besprechen, wenn ihr wollt. Aber grundsätzlich gilt nochmal diese Sache mit 20 Schweinen. Zwei Golems mitnehmen, ein Golem würde ich in die Clanburg packen, davon 11 Magier, 8 Mauerbrecher und dann je nachdem, was für Truppenlevel und Heldenlevel ihr habt, könnt ihr auch eine dementsprechende passende Base besiegen. Also es geht jetzt nicht darum, Nomax Stratos 9er zu plätten, die habe ich jetzt nur ausgewählt, sondern gleich starke Gegner, also eure Gegenübernummer oder ein, zwei Nummern darunter. Natürlich auch nur, wenn die Base dafür geeignet ist. Keine Riesen, keine Doppelbomben, wenn ihr da ein paar Doppelbomben habt, die gut platziert sind. Nicht mit dieser Taktik angreifen, das bringt nichts, außer ihr greift von der Seite mit den Golems an. Ja, ihr wusstet, habt ja gesehen, dass es in letzter Zeit nicht ganz so viele Videos von mir gekommen sind. Ist jetzt das erste seit einer etwas längeren Zeit wieder. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, werden noch weitere Videos kommen. Das wird definitiv nicht aufhören. Ich bin gerade dabei, ein neues Intro zu produzieren, zu erstellen, mit Hilfe. Und ja, das wird hoffentlich in Zukunft kommen. Mal sehen dann. Euch das gefällt. Ich werde auch daran arbeiten, noch ein neues Kanalbild zu bekommen und vielleicht dann auch ein Outro, je nachdem. Aber erstmal behalte ich natürlich das mit der Endcard. Naja, und ja, wenn ihr sonst noch Anregungen habt und Wünsche, gerne. Sonst liked das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Es werden weitere tolle Videos folgen zu starken Angriffen, wie man 3 Sterne macht. Live-Clan-War-Action wird wieder kommen und so weiter. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut und haltet die Ohren steif. Bis dann, mit freundlichen Grüßen, euer lieber Dancer. Naja, was soll's. Also, Hallöchen alle zusammen. Ihr seht hier gerade noch 10 Sekunden bis zum Kampfbeginn. Wir haben hier eine Base. Ich habe hier eine Base gefunden, die viele Rohstoffe hat. Und ich möchte die eigentlich ungern überspringen. Denn, naja, werden wir aber doch machen. Einfach, weil wir es wollen. Okay. Leider nein, leider gar nicht. Schade. Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Heute haben wir ein besonderes Thema. Ich möchte euch nämlich die besondere wie auch immer. Okay, das Ganze machen wir mal.